Ja. Das ist Bene. Das ist in der Tat B zu dem Nee. B zu dem Nee. B zu dem Nee, danke. Muss jetzt nicht sein. Der heute gegen Hydro spielt. Ich bin gespannt, was Hydro heute wieder für eine wahnsinnige Strategie auspacken wird. Und vor allem, ja, ob er Bene nochmal besiegen kann. Er hat das in der Hinrunde geschafft. Es ist Wankelmut auf Gramor. Der mit Brotzer. Muss er sich setten. Ja. Und dann kommt Mushana rein. Das ist deine krasse Strategie. Ja. Ich sag, das ist Bandit. Meistergriff. Und mit Adrenalin. Und Togedemaru setzt Nuzzle auf den einen. Oha. Danach switcht Togedemaru dann raus auf Mushana. Und der gönnt Trick Room. Der drückt dann Trick Room. Oh ja. Und dann geht's ab. Oh ja. Und dann kopiert sich Mushana aber noch die Fähigkeit von Meistergriff. Dann kommt Togedemaru wieder rein und dann nuzzelt er wieder und dann kommt Fassade. Wow. Und dann... Also eine Fassade von dem Mushana möchte ich nicht abbekommen. Junge, das wird so böllern, Alter. Das wird so böllern. Gut, wir sehen bei Bene. Ja, was sehen wir denn? Erzähl mal. Ich habe keine Ahnung, was wir da sehen. Ja, ich würde sagen, Nidoqueen. Also es gibt Volcanion, Nidoqueen, die eine Bodenschwäche haben, deswegen die Schuckebäre macht Sinn. Volcanion hat aber kein Geschlecht und Nidoqueen ist immer weiblich. Wir sehen, dass das Mon weiblich ist, daher würde ich auf Nidoqueen schließen. Na gut, ist akzeptiert. Okay. Dann Pantymos mit dem Beulenhelm. Mhm. Okay. Zerauer mit der Zitrobeere, Uchravnir mit dem Fokusgurt, Kabukime mit den Überresten und noch The Root mit, ist das wieder die Kakaobeere? Quarkobeere? Ja. Die Kakaobeere. Okay. Bei Hydro sehen wir Demetros, der fliegt. Wir sehen Latios, der fliegt. Wir sehen Kramor, der fliegt. Wir sehen Mushana, der theoretisch Schwebe haben könnte, so vom Aussehen, aber keine hat. Wir sehen Meistergriff und wir sehen To zu dem Jet, zu dem De, zu dem Ma, zu dem, Alter, sind es viele Also Wirben. Meistergriff kann auflockern, damit kann er sich so schnell wirbeln, dass er bestimmt auch drehen kann, fliegen kann. Über dem Maru ist ein Oh, da ist das Video auf einmal losgegangen. Maru und, Scheiße, jetzt höre ich auch noch diese Mushana. Stimme. Okay, auf Englisch immer, weil ich halt die auch einen Kelk eingebe. Ich bin sehr gespannt, wie das Game laufen wird, weil effektiv... Togedemaru mit Schwebe. Das, Ganze mal das ist die Strat. Ne? Kann echt sein. Ja. Was sieht denn sehr amazing aus? Nidoqueen ist natürlich das sehr, auch sehr nice, weil er plötzlich hat kein Milotic dabei. Oh, das ist auch sehr amazing. Das heißt, ich kann den Electric Move mehr drücken, also so sagen wir mal Icy Wind plus halt auch Electric. Er hat sich für ein Lead sehr schnell entschieden. Das sagt mir zumindest auch ein Überlegen natürlich. Ja, Milotic einer der Matchwinner, ne, beim letzten Mal. Ich würde tatsächlich einfach mal mit meinem Lied dann noch gehen. Ich würde tatsächlich sagen, auch geil, wie oft wir wieder unseren Top-Damage, Top-Killer wieder mit haben aktuell. Fini Debakel und schauen mal, was hier werden wird. Spektakel, kein Debakel, das wäre... Ja, gut. Okay, Lano, Latios, Sand, okay, gegen Kusha dann wieder. Okay, einfach prügeln den Jungen. Damit geht's dann an ein Lied, damit geht's dann ins Game. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe auf ein sehr gutes Game. Und damit geht's rein gegen Kusha. Ich auch, bin ich auch. Okay. Ich bin sehr gespannt. Let's go! Okay. Let's go. Oder gegen Hydro, wie wir natürlich auch kennen. Wir kennen alle Kusha den Namen Hydro. Wenn nicht, kennt ihr ihn nicht so? Der Hydro. Man liebt ihn. Hydro. Oder Mr. H. Man liebt ihn, ja. Okay, er liebt mit Makro. Hat das für Nick nicht mehr gereicht? Oder? Trick Room Engine. Genau, nee, ich glaub, das ist der mag das so genannt zu werden, auch privat. Fini coachen. Hydro. Ich möchte Korn meiten. Damit Fini guck mal, da geht's schon los tankt, hier. Ich möchte ihn mit Zerora raus und oh. Mime und eventuell Drain. Ich will eine Counter, die Strat. Zurückrecovern. Mit ja, Nebelerzeuger wird's nichts mit Wangrubbel. Ich hab das ein bisschen schon durchgedacht. Also, das Ding ist halt, das Worst Case ist, dass ich halt meinen Zerora verliere. Aber das ist an sich nicht so bad. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass hier Coaching auf Ender der Pace kann halt auch sein, dass er halt auch okay, aber, mit langweilig. Okay, was der Best Case ist. Aber ich glaube halt, Double Setup hier zu fahren, könnte tatsächlich einfach der Player sein. Einfach da Fini in der guten Situation. Setup ist ein Ding aktuell in der Doubles GPL-Meta. Und mit Conkelda macht er halt auch erstmal gar nicht mehr so viel krassen Schaden, wenn wir halt einen plus 1 Death Boost haben. Hab ich auch schon gemerkt. Schon, er macht schon Schaden, ne? Aber es ist halt besser, als es sein könnte. Ich packe aber schon mal den Cake los. Der macht einfach das gleiche wie gegen mich. Sheer Force, Konzentrator mal einen Mogel heben. Nee, glaube ich nicht. Nee, Double-Double-Setup. Der hilft mir jetzt aber auch das Double-Double-Setup. Coaching Fluch. Sheer Force macht so 3. Jetzt Coaching Gedanken gut. Maximal. Ihr könnt natürlich Life-Up haben. Frech. Dann würde 57,7 machen. Echt frech.
dass ihm aber rechte Hand kommt jetzt. Okay. Aber wir boosten ja jetzt erstmal die Death von unserem Fini. Das heißt, wir tanken jetzt erstmal. Und wir sollten auch ein Helping Handed, genau, wir tanken Helping Handed Thunder Punch, das ist das Wichtige. Sollen wir Zerahora verlieren, ist das nicht das Ende der Welt, das wäre nur annoying. Aber auch ein Poison Jab. So, wir tanken auf jeden Fall live auf Boosted Sheer Force Helping Hand. Da könnte man danach über Drain mehr. Also wenn das plötzlich killt, schwierig. Crit wäre wild jetzt. Würde ich Kusha auch gönnen irgendwo. Aber da wir Coaching eingesetzt haben, leben wir das. Ah, okay. Schade. Lecker. Das ist sehr, sehr gut. War Schaden trotzdem Schaden gut. Schaden gut, ja. Schaden gut. Jetzt ist einfach nur ein bisschen. War Schaden trotzdem Schaden gut. Also, das wäre halt eigentlich, glaube ich, Drainix auf dem Kellersoft machen. Rein theoretisch könnte Mushana jetzt eine Terrain-boosted Nebelexplosion raushauen, um das Leiden von Meistergriff möglichst schnell zu beenden. Wir können natürlich jetzt hier einfach trotzdem rausgehen und unser Mr. Mime aber halt einen Fake-Out kriegen. Probably ist das immer noch der Play. Sollte Trick Room? Dann ist es okay, aber ich möchte nicht gehen, Luca. Direkt Diebeskurs einsetzen. Problem ist, also mein, halt wir seinen Kollegen so kann man auch im Nebelfeld nicht. Jetzt auch einfach uns danach Statusen. Spielen. Wenn jetzt noch ein Helping Handed Hit macht, aber es kann doch sein, dass jetzt einfach Google das erwartet. Wäre mir zumindest neu. Vielleicht ist Protect sogar der Play. Aber nee, anzuchippen ist auch viable. Deswegen mache ich das. Ich glaube nämlich nicht, dass wir nochmal eine Helping Hand kommt, weil das schon expectable ist. Falls die kommt, nochmal T-Punch, könnte das natürlich. Ich sag, Ally Switch kommt jetzt. Das ist natürlich recht klar. Schutzschild kommt mit Mana. Wow. Okay, jetzt das Strict Room kommt, aber wir haben natürlich direkt Fake Out danach und er kann mit dem Slotting nochmal protecten. Das ist nämlich auch hier das. Dives Cuss. Weil ich kann jetzt einfach den Slot von Helder Fake Out und der muss eigentlich rausgehen, aber irgendwas muss dann halt in Dynamics nehmen. Und das ist halt nichts, was ihm gefallen werden wird. Das heißt, Mr. Mime auf jeden Fall ein gutes Strat, dann können wir danach wieder Fake Outen natürlich. Achso, wegen Fake Out. Ja. Zauber umsetzen. Ja, ich finde Fake Out auch ein bisschen frech. Drainicus plus Fake Out, halt das sollte so eigentlich hier. Vor allem Fini jetzt mit einem plus 1 Diebeskurs irgendwo rein. Und das Einzige, was nicht reinkommen möchte, das Einzige, was reinkommen möchte, ist Covenant. Aber Covenant ist halt sehr passiv im Trick Room. Und dementsprechend sind wir dann mit plus 1 auf allen Seiten mit Fini auch gar nicht mal so schlecht. Ich dachte gerade, sieht ganz nice aus, aber Fake Out schwierig. Ich bin sehr gespannt. Müssen wir einfach nur machen, wir hier der beste Play, wenn wir sehen, dass Attack und Trick Room aushört. Wäre jetzt dann Protect, Baby. Also ist auf jeden Fall live-off mit Conkelle, das ist ganz klar. Also einfach tryen und hoffen. Ah ja, ist mit dem Helping. Das war auch meine Fake jetzt schon ein bisschen unfair. Fake hat echt ein bisschen unfair. Mit Mushana. Das ist ganz klar, er hat attacked auf Conkelda. Okay, wir haben auf Mushana nichts gesehen. Er hat gerade Conkelda gesagt. Okay, Mushana sollten wir uns auch nicht ausnocken können, weil wir den Schuss einspitzt, der Boost schon haben. Machst du dich hier schon wieder lustig über andere Teilnehmer oder was? Nein! Ich glaube, du bist da gar nicht mehr in der Position, Mr. Letzter Platz in der Single-Liga. Ich werde das jetzt auch immer so aussprechen, weil ich Conkelda einfach richtig mag. Das ist ja jetzt natürlich... Er hat Double Protected! Das ist natürlich kritisch, den Double Protect. Und ich glaube es... Und Seitentausch auch noch. Hä? Der hätte aber nicht protecten müssen. Hä? Doch, musste er schon. Also, das Ding ist, er musste schon protecten. An der Stelle, weil Seitentausch kommt nach Fakeout. Ach so. Oder? Warte mal. Ja, doch, genau. Kommt nach Fakeout. Das heißt, Meistergriff wäre auf jeden Fall gedingst worden. Ja. Und es kann ja immer noch sein, dass Kima auf rechts geht. Aber warum sollte Kima auf rechts gehen? Also, den Seitentausch verstehe ich auf gar keinen Fall. Double Protect sehe ich. Nee, der Seitentausch war doch top. Nee. Den Double Protect-Versuch verstehe ich dann nicht. Na, nee. Also, wenn er Seitentausch nicht gehabt hätte, dann sehe ich den Double Protect sehr. Aber ja, so ergibt es doch keinen Sinn. Ja, aber andersrum auch nicht, weil der Fake-Out ja trotzdem auf Meistergriff kommt. Das heißt, Meistergriff macht dann ja trotzdem nicht wirklich was. Er macht doch jetzt aber auch nichts. Ja, logisch. Aber jetzt ist er ja wenigstens geschützt von der Lehmbrühe. Ja, also weiß ich nicht. Ja, doch schon. Also, ich sehe eher den Double Protect als den Seitentausch. Oder halt, was auch noch okay ist, ist Seitentausch und nicht Protecten. Das ist auch noch okay, aber ein bisschen riskanter. Aber beides ist sehr weird. Also, ich find Double Protect schon sehr riskant, muss ich sagen. Wirklich kommt nur keinen Schaden. Ich fand den Play stark. Ja, den bekommt er ja aber auch nicht, wenn du Double Protect bekommst. Nee, er braucht beides? Ja, wofür? Also der Chat hat es besser verstanden als wir scheinbar. Scheinbar, ja. Ja, wenn der schief geht, dann ja. Aber dann drück halt ohne Protect. Also dann drück halt direkt kein Protect, würde ich sagen, oder? Okay. Naja. Da bekommt ja keinen Schaden, aber das sind 5 KP von dem Panty-Muggel hier. Von ihm. Nee, der Muggel, also es kann ja immer noch Lehmbrühe kommen. Das ist doch gut, der hat gemissklickt, das nehme ich doch. Sehe ich ja schon. Also... Probably war das ein Missclick, right? So, wir drücken jetzt auf jeden Fall. Also,
Wir könnten jetzt natürlich einfach... Ja, Bizarro und Protect. Ist es nicht einfach Spotlight und einfach Conkelda anschippen? Oh, der kann auch noch Spotlight. Ist nicht einfach das? Junge, dieser Bastard. Weil effektiv sind wir mit Female Rage, dass wir wieder alles leben. Dieser Dreckige. Du musst uns andamagen. Du denkst gerade so, Bene ist ein bisschen unter Druck, aber nö. Er hat so viele Optionen noch. Naja. Nimm doch Helmet Damage. Können ja Tisha Trick Room, aber du kannst ja nach Protecten. Ich glaube, es ist sogar einmal Spotlight. Ich glaube, es ist sogar eher Spotlight. Mr. Mime holt einfach mal die ganze Attention. Und Mr. Mime, der mag das einfach. Der mag diese Attention. Der mag einfach das Monster einfach ihn mal jetzt touchen. Ich weiß auch nicht, Mr. Mime, der mag halt solche Dinge. Ich meine, Life of Sheer Force Helping Hand macht halt eine Menge, ne? Ja, aber der ist da wir halt jetzt spotlighten, kriegt der jetzt auch eine Menge Schaden, das muss man auch mal sagen. Ne? Mm. Also wir spotlighten jetzt, kriegt jetzt Helmet Damage, der kriegt jetzt Radiant Damage. Und das gefällt ihm schon mal gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ice Punch kommt, ja gut, aber das ist ja... Oha, der okay, wollte darauf Helmet gehen. Mr. Mime liebt das. Puh. Naja, vielleicht hat er damit auch gerechnet, ja, gut, das einfach, war auf ja. Range. Okay, wir kriegen jetzt aber wieder fit auf +1, +1, +1, +1. Das ist doch das, was wir haben wollten. Wir wollten jetzt Spiel auf Fini wieder back und Fini ist jetzt auf jeden Fall wieder ein Fred, den man hier nehmen muss. Ich glaube, Muddy Water King. Er ist ein Fred. Punkt alles. Das heißt, ich würde einfach mal frech sagen: Spotlight plus Muddy Water. Spotlight ist echt fies, dass tatsächlich der Play, weil wir mit Zararom, glaube ich, auch gleich ausdauern können. Weil genau, noch zwei Turns ist das gleich. Ich denke, Kusha muss jetzt Protect mit Meistergriff. Und wenn er mit Symbolaren einen Hit hat, dann jetzt Muddy Water. Den Mana hier killen. Das heißt, wir drücken jetzt weiter Spotlight und wir drücken Muddy Water. Okay, das sieht doch gar nicht mal so bad aus, mit dem Trick drumherum zu spielen. Seitentausch. Aber das ist ja okay, weil wir drücken Muddy Water, wir spotlighten wieder. Kann halt missen, das heißt, 85% Genauigkeit. Muddy Water würde killen. Genau, das ist vollkommen fein. Und dann müssen wir nur eine Runde spawnen. Aber Mushana. Und das sollten wir ja eh hinkriegen. Ice Punch kommt wieder, okay. Das ist natürlich ein Chaos Mr. Mime, was ein neues, aber der hat tatsächlich mit vollem guten Support gemacht. Dass wir jetzt ein gesappedes Fini haben, was wieder auf Max HP ist, wo es auch sein sollte. Meister Cryve! Jetzt müssen wir halt jetzt nur überlegen, der gut gewesen. Wenn Lebo kommt und Lebo hittet, das nur ist wenn er einen Attack-Move auf Mushana hat, heißt, aber das sieht gerade irgendwie nicht so aus. Mr. Mime und haben Makoror angedamaged, was auch sehr wichtig ist. So, und jetzt ist nur ein bisschen die Frage, was er reinholt und was wir jetzt natürlich machen. Probably ist der Best Case tatsächlich jetzt Nidoqueen, weil er halt im Trick immer nochmal sehr nice aussieht. Boah, wenn der jetzt killt, ich mag gar nicht, dass er jetzt Kills wiederholt. Wir können das nicht preventen, weil eventuell ist das nicht. Hat er keinen Angriff auf Mushana? Ich weiß es nicht, es sieht nicht danach aus, sonst wäre das jetzt der Play gewesen. Vielleicht ist es tatsächlich er hier. Ich glaube, Kusha hätte den Play schon gesehen. Der war nicht so kompliziert. Und so kann er zum Beispiel mit unserem Mushana halt nicht irgendwelche komischen, dummen Dinge machen. Das heißt, ich glaube, ich gehe sogar The Root. Einfach weil die Encore-Möglichkeit sehr nice und Muddy Water auch noch sehr scary für ihn aussieht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass der Encore hier sehr, sehr, sehr beneficial für uns sein kann. Vor allem, da wir jetzt hier Max HP wieder mit Fini sind, ist halt sehr, sehr gut. Das ist halt sehr, sehr gute Draining, das hat dir sehr geholfen. Und wir haben halt Conkelda quasi auch Fini wird, glaube ich, echt schwierig. Kugelmau ist dabei, ne? Einer seiner Threads ist weg. Trick Room ist halt für ihn sehr neu, weil er kann nicht in Lati oder Lando gehen. Er muss probably Tukudemao gehen. Aber das ist okay, weil wir tacken dann, sondern wir sind dann halt mit... so Kavokeme mit Omniboost drin ist schon anders dumm. Geht in den Zimtstern, Zimtstern ist dann Tukudemao. Aber effektiv können wir jetzt protecten, glaube ich. Und dann halt mit Muddy Water plus was anderem halt sein Tukudemao halt sehr neu, was sehr wichtig ist. Obwohl jetzt eigentlich, glaube ich, ja, aber ist gemein, weil The Root ist schneller als Tugedemaro, also wenn er mich nicht outet, dann, ja. Genau, dann weiß auch nicht, ob ich Protect... Wie schnell ist Tugedemaro? Nee, Limbo ist es hier auf jeden Fall. Kein Plan. Muss mir eigentlich fake-outen. Also das Ding, aber wenn das nicht macht, dann kriegen wir halt eine Menge Chipschaden mit Lehmbrühe. Tugedemaro 100er, 97er, 98er, sowas? Dann können wir danach einfach Makaron solo targeten und Probi das Tugedemaro vielleicht irgendwie sogar raushauen. Was sehr nice sein sollte. Nee, okay. Das läuft doch bisher okay. Ja, wollte ich gerade sagen. 96 ist crazy. Ich bin zufrieden, so wie das gerade läuft. Trick Room vor allem jetzt gleich weg ist gut. Wir 105? Klar. Fake-Out sollte dann ist halt mega bitter, wenn jetzt Fake-Out kommt. Kann sein, dass er denkt, dass er große Fred The Root ist, was er denkt, was sehr gut ist, weil wir kriegen jetzt halt natürlich Damage hier mit unserem... kriegen natürlich Damage mit unserem... Okay, interessant. Er hat Gainer. Das ist natürlich jetzt enorm. Wir müssen raus. Aber wir kriegen zumindest nochmal eine +1 Lebenbrühe raus. Also es ist... nicht komplett bad, ist jetzt halt nur annoying und wir können aber mit unserem The Root zumindest dafür jetzt sorgen, dass das Makaror kein Trick Room mehr bekommt. Okay, lassen wir mal überlegen, was wir dann rausgehen. Kann halt auch Zugaben sein, ist auch angenehm. Dann müssen wir was rauswechseln und am besten Naja, auf Gena-Zugaben. Eher auf Tugelmaro auf Mogli. Achso, ja gut, das geht. Aber ja, Bizarro wegnehmen ist glaube ich schon geiler. Natürlich drücken wir jetzt den Dark Move, weil wir keinen Coldberry haben gegen das Mushana. Sieht schwierig halt, aktuell aus für Kusha. Ja, Dark Slayer ist killed immer noch. Das heißt, wir drücken jetzt einfach den Dark Move gegen den. Und wechseln raus in Zeraora. Das
heißt, wir können Breakout kriegen, Coaching Support. Ja, da könnte jetzt aber Lando sogar reinkommen auf dem Mushana-Slot. Aber Phineas hat immer noch auf Max Das wäre stark. Passt das Ganze. Okay, nee, das ist doch ganz gut. Und Trickroom sollten wir preventen können, was auch sehr wichtig ist. Turbium, dem Mao angechippt, ist auch ganz gut. Das heißt, der Sash ist auf jeden Fall weg. Wir haben auch Fakeout gesehen. Wir haben vielleicht will er den Trickroom nochmal behalten. Ich weiß nicht genau, wir haben auch alle ob, Moves da, ob er noch was hat. Wir haben Helping Hand, Trickroom. Okay, Mushana. Was hat der für ein Item gehabt? Das nicht. Okay, das ist aber gut. Trick Room Engine weg und wir haben jetzt tatsächlich weißt du, einen anderen. Dachte Lead jetzt quasi, an eine Beere oder Anti-Unlicht. Aber Elektro-Pixar. Okay, in Zeraora, was ja komplett nicht juckt und damit haben wir jetzt eigentlich einen theoretischen Lead so. Das war aber auch nicht der Play, weil entweder schläft Kimo oder geht raus. Wir haben ein volles Fini und zwei Monster-Fini. Ja. Was eigentlich okay ist. Covenant kommt rein. Ist das. Da hast du recht. Schlimm. Schlimm. Weil effektiv. Drück jetzt nicht einfach Douglas Lariat und Attack einfach mal und drück Coaching, weil Togedemaru macht mir ja nichts. Das heißt eigentlich... Kann Togedemaru gar nichts? Jetzt Kehrtwende. Keine Kehrtwende oder so? Theoretisch kann er eine Menge, glaube ich. Also nur Zera halt nicht. Ich glaube, Togedemaru ist weniger Fred. Es kann sein, dass er switchen wird oder... Ja, vielleicht drückt jetzt eher Schutzstachel noch. Ja, Schutzstachel. Schutzstachel muss aktuell Playstation, tut er aber leider nicht. Gerade noch nicht, ne. Sing, Zap. Ich mein, Sing, Zap. Ja, Schutzstand. Okay, nee, das war wichtig hier zu tanken. Okay, dann bin ich sehr happy. Coaching ist auf jeden Fall auch der Play. Ja, genau, weil spielen wir gegen Coaching, ich das weiß heißt, nicht. Auch ein bisschen mehr Pressure aufbauen. Also es kommt darauf an, was dieses Kramo machen will. Wir kriegen Dark Slayrate gegen das Coaching. Ist das jetzt Protz oder so? Könnte es nice sein. Nee, das haben wir alles richtig gespielt. Das haben wir richtig gespielt und können gleich sogar den Sloth und Ugedemaru, weil er schon getaggt hat. Und das ist natürlich eine Menge Schaden sogar. Agility, okay. Mhm, okay. Irgendwie sowas in die Richtung habe ich schon erwartet, dass der irgendwie Setup sein könnte. Das ist ein interessanter Play. Wir sollten eigentlich seinen Speed, glaube ich, jetzt mal gleich runterhauen. Ich würde tatsächlich jetzt in den Slot targeten und deswegen auch Elektronetz, weil wir, glaube ich, am besten hier mit Sachen rauskommen. Ich weiß nicht, wie viel er überhaupt in der machen kann, aber Elektronetz sollte schon fing sein, weil wir auch mit Zero danach fast sein sollten. Wir kriegen Togedemaru raus. Könnte das, ich sehe das auf jeden Fall jetzt ein bisschen Play. Eklig werden, aber der ist dann wieder langsamer als Zero auf jeden Fall. Ich killen kann. Nee, das ist auf jeden Fall hier auch das Ding. Auf Plus 1, ist der noch langsamer? Nee, das sieht doch sehr gut aus. Also, da bin ich gerade sehr happy. Vor allem, wenn dann Lariat wäre es ja auch trotzdem nicht. Ja, ignoriert die Death Moves auf jeden Fall. Das ist schon sein Play. Das heißt, Power Whip auf Togedemaru wäre vielleicht ein Fing gewesen. Aber ich möchte hier nicht den Miss riskieren, I guess. Ja, I guess. Zerud und Zerora nebeneinander, Alter. Hätte man probably predicten können. Fair enough. Aber Electro-Whip ist auch eine beiden Freunde. Einfach um den Speed von Covenant auch zu senken. Das sieht mir nach einem sehr wichtigen Ding aus. Ruheort kommt, okay. Das heißt, er sackt sein Togedemaru, was doch gut für aber mich ist. Aber jetzt würde Schwächenschutz gar nicht mehr triggern, ne? Das ist probably ein Power-Trip-Set da. Ich glaube auch. Ich wollte gerade nachfragen, aber mal on-com, dürfte er nicht aber, sagen. Das finde ich aber, sehr wichtig. Das ist ja eigentlich... Bene macht einen Fehler. Der hat doch Mirror-Armor wahrscheinlich, oder? Spiegelrüstung. Ja. Ja. Und jetzt droppt Zeras Speed. Mit Zerud auch. Dann mega nice. Und wir kriegen Speeddrop mit Covenant, was auch sehr gut ist. Eventuell können wir ihn auf Roost onkommen, was sehr nice ist. Speeddrop bei Spiegelrüstung. Oh. Oh, das ist natürlich smart. Das ist ja jetzt unangenehm. Smart. Okay, okay, okay. Aber tuck dir mal aus weg. Okay, dann muss man auf natürlich jeden Fall eigentlich auf dem Schirm haben, hatte ich jetzt aber gerade auch eine ganze Weile ausgeblendet. Top Covenant, der wird dann sonst sehr scary. Und dann den danach defeaten mit einem unserer Monster. Je nachdem, was er jetzt drückt, können wir gucken. Wie wir ihn defeaten, aber ja, Spiegelrüstung wäre hier ein nicer Play. Klar, ich habe Pressure nicht gesehen, wir haben auch Unnerf nicht gesehen, das war eigentlich zu erwarten, habe ich nicht dran gedacht, das ist my bad. Es ist schon viel zu spät, Bene redet schneller als mein Gehirn, dass wir arbeiten kann, was er sagt. Ja, ich höre auch immer nur so hin und wieder mal hin so. Ah, okay, darum geht's gerade. Und dann tue ich einfach wieder ein Match, liest Chat oder so. Wir taggen den Hit normalerweise mit unserem Zerud. Wir sollten hier jetzt Encore, wir können, naja, können sein, dass wir halt trotzdem unser Zerud verlieren, was mir nicht gefallen würde. Das wollen wir so ein bisschen, aber auch Encore. Könnten uns vielleicht einmal Protect trotzdem leisten. Einfach damit wir trotzdem den Speed Drop bekommen, right? Mit Lauf Latios. Weil da können wir Encore ohne halt groß. Also gerade ist Latios halt schneller als Sarah. Wir kriegen halt wieder den Speed Drop und so weiter. Aber es geht jetzt tatsächlich eher um Latios Speed. Weil ich habe Angst, dass er mich double targetet. Und dann ist halt Zerud dead. Das gefällt mir nicht. Wenn Protect noch nicht gezeigt und dementsprechend möchte ich halt den noch nicht verlieren. Der Protzer. Okay, Erdburger. Mhm. Okay. Wenn der jetzt Schwächenschutz hat. So, wir müssen den auf jeden Fall jetzt langsam mit Tag. Ich glaube, er Power Trip. Also, das scheint mir dann ein Power Trip Set zu sein, Magieflamme, genau. Weil er würde den Tag. Okay, Magieflamme ist nicht so schlimm. Ich hätte tatsächlich gesagt, man könnte klar, wir kriegen jetzt keinen Drop auf dem Corvinet, aber wir können jetzt gleich onkommen, was halt viel wichtiger ist, weil Latios ist jetzt halt vom Speed gedroppt. Wir sind jetzt tatsächlich sogar faster, können ihn auch knocken mit Zeraora. Ja, triggert's noch. Was auch sehr gut ist. Und vor allem ist Latios jetzt slower als Zeraora, auch wenn er jetzt minus 1 ist.
Hat auch Lefty. Das konnte man riechen. Okay, jetzt ist interessant, ne? Also hier, Warum wurde ich schon vorher nicht getriggert? Die Unlicht-Attacke. Was? Setzt sehr stark. Wurde ich schon vorher getriggert? Nein. Die von Kramer. Verstehe ich jetzt nicht. Haben wir Ach, Überheblichkeit. Getriggert? Überheblichkeit, genau. Doch, Überheblichkeit. Ja. Okay, okay, krass. Ne, wir drücken jetzt aber auf jeden Fall Knockoff und Onkon jetzt das Covenant. Onkon! Best Case, er drückt jetzt Roost oder sowas. Boah, wenn er sich jetzt Onkon lässt, ganz, ganz schwierige Küste. Auf einen ungünstigen Move. Dann wird es jetzt sehr scary. Das Gute ist, er kann nur einen Mon targeten und er verliert langsam seine anderen Mons. Ja, aber er Brave Birdet einfach rechts. Wenn wir jetzt Ladis zum Beispiel nochmal Onkon, dann ist er auch ein bisschen kürzer. Er hat nur den Dark Move. Ist aber klar, Weakness Policies ist irgendwann, er verliert jetzt so 3 Milliarden Boost mit Bulkup plus 3 Attack ist er jetzt. Der Schwächenschutz ist vorher nicht getriggert, weil er durch Roost seinen Typen verloren hat. Knockoff auf Lando ist auch okay. So, wir wollen hier Onkon, ne? Okay, auch. Zugabe könnte das heißt, jetzt richtig, also richtig nervig kann werden. Kann sogar sein, dass er jetzt nicht, sich nochmal Setup in Greedy wird und da wäre es natürlich... Ja, er muss jetzt attacken eigentlich. Hongkong könnte ja in Wirklichkeit kommen. Okay, immerhin. Da rein ihn zu Hongkong weiß ich nicht, ob das so nice ist für uns ist. Aber er ist Hongkong, ne? Nicht mal. Was schon mal ein Ding ist, was uns hilft. So. Ich glaube, das ist zumindest schon mal etwas. Ehrlich, wir müssen jetzt einfach alles machen. Zugabe trotzdem lästig. Das heißt, ich coach mich jetzt und attack einfach in den Slot. Da bin ich ganz ehrlich, da gibt's jetzt nichts anderes. Ich muss in den Slot einfach attacken und einfach... Pudersand. Was hat er für eine Bär? Ich hab nicht gesehen, was er hat. Bene passt doch auf. So, Bene passt doch auf. Wir ballern alles in den Slot, was wir haben. Ich glaube, mit zwei Attacks sollten wir den wegkriegen. Sollte Lando uns nicht killen, dann sollte das auch okay sein. Weil wir dann einfach die Call das Covenant wegböllern. Weil mit Dux Lariat gehen wir auch Boost. Das heißt, zwei Attacks auf dem sollten dann reichen. Und sollte Lando jetzt nicht killen können, Kehrtwende. Mutant ist, glaube ich, der beste Play. Energiekraut fliegen weil fällt weg. Weil dann ist das Problem, wohl, da können wir wieder Electro-Web. Er kann nicht roosten jetzt. Ne, wir sind jetzt auf Minus 2, das heißt Electro-Web. Ne, also Roost ist faster. Aber The Root ist auch nicht mehr auf Plus 1. Ich muss noch 3 mal Überheblichkeit einsetzen. Das heißt, wir attacken hier jetzt einmal. Danach habe ich noch 3 mal Überheblichkeit einsetzen. Ich glaube, er muss nur noch 2 mal einsetzen, oder? Weil er danach. Ne, er hat davor attackt. Zero aus der Rosen kriegen gar nichts. Okay, nevermind. Aber okay, lass einfach mal was anderes überlegen. Lass einfach mal überlegen, was hier das Sensible Play ist. Wir kriegen Damage, das sollte sogar ein Twit KO maybe sein. Ja, Abschlag. Das stimmt. Okay, das ist aber fein. Das ist doch fein. Können wir jetzt nicht einfach in Fini gehen und Muddy Water drücken? Eigentlich schon. Ja. Right? Und dann haben wir für. Dann macht er mit Überheblichkeit halt nothing. Das sollte fein sein. Das sollte jetzt einfach. Nee, wir attacken doch jetzt einfach in The Corviknight. Der Encore hilft. Wir killen dann mit Muddy Water. Also spätestens killen wir mit Muddy Water. Und also, das soll doch reichen. Abschlag war auch, glaube ich, ein bisschen zu passiv. Ich glaube, wir haben das circumvented. Ich glaube, wir haben das outplayed. Ich glaube, wir machen das gut. Hat er einfach nichts besseres. Wir haben alles richtig gemacht, Kinder. Imagine, der U-Turn auf Lando. Ja, wäre saustrong gewesen. Das sollte jetzt sein. Das war jetzt scary, aber da hat sich halt auf jeden Fall der Onkor gelohnt. Der Onkor war hier halt super valuable. Drückt Schutzschild, aber das ist ja okay. Weil Lattes ist nicht allzu scary. Wir können jetzt natürlich auch einfach kommen, wenn wir richtig wollen. Aber ja, Überheblichkeit killt uns irgendwie nicht. Wir haben Death Boost in The Root und Dark Type. Haben wir einen Fairy Type, war eh nicht sowas, was er attacken kann. Dark Slayer, entweder das killt halt oder Muddy Water. Ja, aber also in dem Matchup der Sturzflug sogar nicer. Den Brühe Mist wäre jetzt strong. Ist ja okay. Eins der Mons saved uns. Das ist ja das Wichtige. Ja. Wir haben den Savior entdeckt. So, und jetzt drücken wir nochmal Muddy Water und halt Dark Move auf Lattes. Und ich gesse mal. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Er kann uns. Ja, Latios, Demeteros ist noch scary, so ein bisschen. Magieflamme ist ein Fing, ne? Ich weiß gar nicht, wie strong der halt gegen uns ist mit Magieflamme, weil er theoretisch natürlich auch noch Speed Control hat und so. Wir haben aber Ockerberry, ne? Das heißt, er kann uns nicht killen. Ne, das heißt, wir attacken jetzt einfach mit Dark Move das Latios. Ist der letzte Kampf? Wir wollen den Kampf vor allem bei Mr. Trailing, hat er eigentlich nichts mit Dark Darkest Lariat und Latios. Und drücken einfach mal die Water, weil das die meisten nämlich gegen Lando macht. Und wir haben auch immer noch Neuwahn mit dem Draco. Und wir haben noch also er hat keine Antifeuerwehr mehr. Das heißt, Fini, das könnte killen. Nee, das ist doch gut. Ich glaube, das Lando muss jetzt einfach fliegen. Ich glaube, das läuft. Timo gegen die Weep. Ich glaube, wir haben mit den Tags, die wir dabei haben, mit Mr. Mime, mit dem Follow Me. Und also für uns ist es halt gut, wenn Kusha verliert, ne, für Platz 2. Wenn Timo auch verliert, halten wir Platz 2. Das war sehr cooles. Und das ist krass. Ich meine, Weed im Sinne von. Weil alle so hart reinscheißen. Unerwartet, meine ich hier. Unerwartetes Setup dann besiegt. Weil du musst dir überlegen, ja? Wir waren punktgleich mit dem ersten. Also wir waren erster, aber punktgleich waren wir mit dem zweiten. Mhm. Und wir haben seitdem aus 6 Spielen 3 Punkte geholt und wir wären dann immer noch Zweiter. How? Guck dir, ja. Ist der Lando-Screenshot bei dir auch gerade so, nee. So weird? Sieht Lando bei dir auch so merkwürdig gerade aus? Nee. Okay. Schade. Wankelstrahl. Okay, er möchte. Es ist Wankelmut! Oha! I guess. Aber damit würde er nicht alles one-hitten können. Ja. Und dann? Ich meine, Latios died jetzt erstmal.
Das ist erstmal das Fing, was nice ist. Und jetzt kriegt halt ein Full Moneywater rein. Das schwierige Kiste, würde ich mal sagen. Schwierige Kiste. Schwertanz. Aber ja, Serud ist gleich faster, killt ihn einfach. Ja, let's aber was go, will Kusha sein Wankelmut los? Einfach missen, einfach missen. Jetzt. Der Wankelmut weiß ich auch nicht, was da los ist. Der hat den Mon gekippt, natürlich die Lebenbrühe. Ich sag, wenn der jetzt gemisst hätte, wäre es nochmal interesting geworden. Ah, Fini, die Enttäuschung. Na, was heißt Fini, die Enttäuschung? Fini hat mal einen Job gemacht, muss man mal sagen. Fini hat mal einen Job gemacht, das Game. Nidoqueen hat nichts gemacht, dieses Game, was aber auch okay ist. Aber rein theoretisch könnte es nice sein. Let's go, wenn ihr jetzt, er kann noch einen Killclay kriegen, jetzt wenn ihr das Custom-Bild, ne, wir haben sein Item genommen. Wir haben sein Item gar nicht. Kroja-Bäre vielleicht? Ich glaube, es war irgendwas mit K und B und Bäre oder sowas. Wir holen jetzt den Root wieder einen Kill. Fini hat auch was dann gemacht. Noch Coaching hat ein drin. Amazing Performance. Es war irgendwas mit K und B und Bäre. Wir haben nur vier Mons verwendet. Hä? Der Root schon wieder mit wie vielen Kills? Vier oder so? Hat sich aber closer angefühlt. Wenn wir haben nur vier Mons verwendet. Nidoqueen sind nicht rausgekommen. Oh Gott, Nidoqueen ist nicht rausgekommen. Hat sich viel closer angefühlt. Ich glaube, das war einfach, weil das Covenant so scary war. Nice. Sieht es jetzt halt ein bisschen eindeutiger aus, als es vermutlich war, weil hätten wir halt nicht die Encore gehabt, hätten wir echt die Probleme gehabt, aber ja, so lief es einfach gut. Und wir gehen mit 4-0 gegen Kusha raus, das heißt, von der Differenz stehen wir jetzt auch beim 1-1 gegen Kusha. Ja, mega nice. Was mich sehr glücklich macht, weil ich glaube, ich habe damals 3-0 gegen ihn verloren. GG waren interessante Strats, auch von Kusha, auch wenn ich, also Wankelmut, guck mal, die Idee ist ja nice. Wankelmut auf Kramor und dann Protza und Agility und so ein Mist und dann bringt Überheblichkeit. So ein bisschen, ja. Und dann bringt Überheblichkeit einfach deutlich mehr. Und macht deutlich mehr. Ja, ich weiß nicht, was Latios für ein Item hatte, weil eventuell wäre da halt sowas wie Anti-Unlicht, wäre in dem speziellen Fall jetzt halt Gold wert gewesen. Maybe, ja. Weil man dann vielleicht danach dann noch hätte Eissturm rausbekommen können oder so, wenn es so ein Supporter-Latios-Set ist. Und dann wäre es scary geworden. Stell dir vor, da steht Lando auf plus 4 und du haust mit Latios einen Ice-Event raus. Der ist schneller als die beiden Mons. Kime stirbt relativ sicher, denke ich mal, auf plus 4. Und The Root bekommt einen sehr effektiven Eissturm plus einen plus 4 Erdbeben nochmal ins Gesicht. Denk schon, dass das hätte killen können. Und dann wäre es interessant geworden. Ja, weiß ich nicht. Also, wäre nochmal interessant her geworden, aber ich glaube... Ja, guck mal, dann wäre Nidoqueen noch in the back gewesen, der ist One-Hit. Und? Das letzte Mon ich war... Weiß es nicht. Uhafnir, glaube ich. Uhafnir! Ja, gegen Uhafnir wäre dann schwierig geworden. Ja, aber auch Zash gewesen und so, ne? Naja. Wie dem auch sei, GG, lasst auf jeden Fall gerne Däumchen nach oben da bei Bene...